Rachel Reusch, Blumen und Tiere, 1685. Als älteste Tochter eines Botanik- und Anatomieprofessors begeisterte sich Rachel Reusch schon als Kind für die Forschungen ihres Vaters. Ebenso früh zeigte sich ihre künstlerische Begabung. Sie kopierte mit erstaunlichem Können verschiedene Waldboden-Stillleben von Otto Marsois van Schrieck aus väterlichem Besitz. Stil, Technik und Motive dieser Gemälde wurden richtungsweisend für ihre eigenen Arbeiten. Mit 15 Jahren ging sie beim Amsterdamer Maler Willem van Elst in die Lehre. Als ihr hier gezeigtes Waldbodenstillleben Blumen und Tiere entstand, war sie kaum über 20 Jahre alt. Das Gemälde ist typisch für ihre frühen Werke. Es kann als Makroaufnahme eines kleinen Flecks Natur betrachtet werden. Rachel Reusch hält in ihrer Komposition jedoch fest, was so im Schatten eines großen Steins an einem morschen Baumstamm wohl nie existierte. Denn neben Mohn und Iris fallen zwei weit geöffnete, rot-weiß geflammte Tulpen auf. Es könnten Exemplare der raren Sorte Semper Augustus sein, die in den Jahren der niederländischen Tulpenmanie als Spekulationsobjekt legendäre Preise erzielte, bis der Markt 1637 einbrach. Hier ist die kostbare und nicht heimische Semper Augustus eine Blume unter anderen. Schmetterlinge umflattern die welkenden Blüten. Sie rufen den Betrachtenden schon auf den ersten Blick die Vergänglichkeit des Daseins vor Augen. Belebt ist der feuchte Waldboden von Kleinreptilien, Amphibien und Insekten. Ihre Darstellung ist nicht nur dekorativ, sondern zeugt von wissenschaftlichem Interesse an Botanik und Zoologie. Als die Malerin mit 31 Jahren heiratete, hatte sie sich bereits einen Namen gemacht. Auch die 10 Kinder, die sie im Laufe ihrer Ehe gebar, hielten sie nicht von ihrem künstlerischen Schaffen ab. Sie starb mit 86 Jahren, berühmt und hochgeehrt.